Spotify führt eine TikTok-ähnliche Oberfläche ein und es gibt bereits eine Vorschau darauf und wir haben ein paar Tipps und Tricks für euch am Start, wie ihr besser Musik auf Spotify entdecken könnt. Wenn sich das gut anhört, dann bleibt auf jeden Fall dran und los geht's. Ja, vor kurzem war das Stream-On-Event von Spotify. Das ist quasi das Event, wo große Neuerungen zur Plattform angekündigt werden. Es gab ein paar interessante Sachen, wie zum Beispiel Videopodcasts oder die Möglichkeit, Live-Events in der Spotify-App sich vorzumerken. Und halt auch das neue Discovery-Feed, was sehr, sehr ähnlich wie TikTok aussieht, wo ihr euch vertikal durch neue Songs und Interpreten swipen könnt. Das hat auf jeden Fall bei den Usern zu einem sehr polarisierenden Feedback geführt. Entweder haben es die Leute wirklich gefeiert oder absolut gehasst. Es gab irgendwie kein Zwischending. Und diese Funktion gibt es bereits schon auf Spotify, quasi fast. Wir kommen da auf jeden Fall gleich zu, aber jetzt erstmal zu ein paar Tipps und Tricks für Spotify selber. Ihr kennt das sicher, ihr habt eine Playlist, die hört ihr durch bis zum geht nicht mehr, aber ihr möchtet nicht ständig Musik im Stil von dieser Playlist vorgeschlagen bekommen, sei es jetzt in eurem Wochenmix oder in eurem Release-Radar. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, das zu unterbinden, und zwar geht ihr in eine Playlist, die ihr ausschließen möchtet, drückt auf die drei Punkte und dann scrollt ihr runter und dann seht ihr da die Option aus Geschmacksprofil ausschließen. Wenn ihr darauf drückt, wird euch Spotify in Zukunft weniger Musik im Stil von dieser Playlist vorschlagen. Falls ihr das ändern wollt, könnt ihr auch ganz einfach den Schritt rückgängig machen, indem ihr wieder auf die drei Punkte geht und einfach auf ins Geschmacksprofil aufnehmen geht. Auf der anderen Seite, wenn ihr einen Song habt, den ihr so richtig abfeiert und ihr wollt noch mehr Musik genau im Stil von diesem Song hören, dann könnt ihr den einfach starten, geht dann oben auf die drei Punkte, scrollt runter und geht dann auf zum Song Radio. Jetzt generiert Spotify eine Playlist basierend auf dem Song und das ist ein super Weg, um neue Interpreten kennenzulernen. Ich habe super viel von meiner Musik quasi über die Funktion gefunden und das ist auch super einfach. Ihr könnt die Playlist sogar speichern. Das ist wahrscheinlich eine dieser Funktionen, die mich auf Ewigkeiten an Spotify binden wird, denn es ist so ein einfacher, aber auch gleichzeitig cooler Weg, um neue Musik zu finden. Ich lasse mich immer wieder gerne überraschen, wenn ich irgendwie einen neuen Song höre, ist fast meine erste Reaktion, direkt zum Songradio zu gehen und zu gucken, was da sonst noch so ist. Aber das ist nicht der einzige Weg, um interessante Musik auf Spotify zu finden, denn wusstet ihr, dass Spotify eine riesen Auswahl an automatisch generierten Playlisten nur für euch, ja, man könnte sagen, versteckt hat? Dafür geht ihr einfach auf Suchen, gebt im Suchfeld das Wort Mix ein und ihr bekommt jetzt eine riesen Liste an Playlisten und ihr erkennt die automatisch generierten Playlisten, die nur für euch sind, unter dem Logo in verschiedenen Farben und unter dem für dich erstellt unter dem Playlistennamen. Und das sind sehr, sehr nischige Sachen, die auch sehr, sehr kryptisch beschrieben sind. Wir haben hier Goblincore, wir haben hier Witchcore, Eggpunk. Wer weiß, was Eggpunk ist. Darunter sind aber dann auch Playlisten wie zum Beispiel Mist Hits oder Fußball-Updates, die auch komplett automatisch generiert sind. Und Playlisten für spezielle Musikgenre. Wie zum Beispiel haben wir hier Metal Mix, Indie Mix, Punk Mix, Hip Hop Mix. Das sind alles Playlisten, die nur für euch erstellt sind, basierend auf dem, was ihr so vorher gehört habt. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich habe mir selber auch schon mal ein paar Playlisten angeschaut, die ich interessant fand. Und bis jetzt war da immer Sachen dabei, die ich gemocht habe. Sogar Sachen, die ich zum Teil geliked oder mir gespeichert habe. Von daher, das ist eine coole Funktion, um noch mehr Musik aus Spotify rauszuholen. Mittlerweile ist es ja so, dass fast jeder Interpret so einen kleinen Videoclip anstelle des Albumcovers spielt, wenn man sich den Song anhört. Das könnt ihr zum Glück abschalten, wenn euch das nervt. Und zwar geht ihr einfach in den Startbildschirm, oben rechts auf Einstellungen und scrollt dann runter bis zur Einstellung Canvas. Das ist unter Autoplay. Wenn ihr die Option wegmacht, ist ab jetzt nur noch das Albumcover zu sehen, wenn der Song spielt. Wenn ihr mit eurem Bestie eine Playlist zusammen haben wollt, ist das auch ganz einfach. Ihr geht in eure Bibliothek, oben rechts auf das Plus und dann auf gemeinsamer Mix. Jetzt könnt ihr, wenn ihr auf Einladen drückt, einfach über alle möglichen Kanäle Leute in eure Playlist einladen. Das geht mit maximal 10 Personen. Wenn ihr jemanden in eine bestehende Playlist einladen wollt, das geht genauso einfach. Ihr geht einfach auf die Playlist drauf, auf dieses kleine Mannequin mit dem Plus-Symbol. Und dann könnt ihr einfach über WhatsApp, Messenger, euer Facebook-Feed oder was auch immer Leute in eure Playlist einladen. So, kommen wir jetzt zu diesem besagten TikTok-esken Feature. Das könnt ihr aufrufen, indem ihr im Startbildschirm oben links auf Musik drückt. Jetzt bekommt ihr so eine Ansicht, wo ihr vertikal durch so kleine Vorschau-Clips von Songs oder von Playlisten scrollen könnt. Das Ganze wird dann ab und zu unterbrochen mit euren eigenen Playlisten
Und ihr könnt in diese Playlisten rein, euch spezielle Songs raussuchen oder gleich die ganze Playlist speichern, genau mit den Songs. Und ihr könnt auch, und das ist dann so ein bisschen wie bei TikTok, einfach wenn ihr kein Interesse auf einen bestimmten Song oder eine bestimmte Playlist habt, könnt ihr einfach auf diese drei Punkte gehen und dann auf kein Interesse. Das wird sich der Algorithmus wahrscheinlich dann merken und euch dementsprechend dann Sachen vorschlagen, die mehr eurem Geschmack entsprechen. Das ist auf den ersten Blick schon mal ein bisschen rudimentär, aber schon geht schon sehr stark in die Richtung, die auch angekündigt wurde. Wenn ihr das Video gesehen habt, die Oberfläche, die dort vorgestellt wurde, sieht schon sehr, sehr stark nach TikTok aus. Man hat diese typischen bildschirmfüllenden vertikalen Videos, man hat auf der rechten Seite dann Sachen zum Liken und zum Konto von diesem Interpreten zu gehen. Außerdem gibt es die aktuelle Funktion auch für Podcasts und Shows. Dafür geht ihr einfach zurück und auf Podcasts und Shows und könnt euch dann durch verschiedene Podcasts durchswipen und gucken, ob euch die Sachen gefallen. So wie das jetzt gerade gehandhabt wird, finde ich das ehrlich gesagt sehr angenehm, also in diesem separaten Bereich. Ich hoffe wirklich, dass die neue Oberfläche, so wie sie angekündigt wurde, auch so gehandhabt wird, dass man quasi in diese Sachen rein kann, um sich einfach mal ein bisschen umzuschauen, dann einfach wieder raus, um die klassischen Funktionen von Spotify zu nutzen. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn diese Funktionen von dieser neuen Oberfläche komplett ersetzt werden. Von daher, ich bleibe mal hoffnungsvoll, dass sie das so ein bisschen separat machen wie jetzt gerade. Ein komplett musikbasiertes TikTok ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, aber gerade bei einer Musik-App finde ich, ist es wichtig, dass das Abspielen von Musik im Vordergrund steht. Deswegen hoffe ich, dass die Kernfunktionen und so weiter erhalten bleiben. Ansonsten lasst mal eure Meinung da, was ihr von der neuen Plattform haltet und vor allem, ob euch die Tipps und Tricks geholfen haben. Ihr findet weitere Videos zu allen möglichen Themen hier auf dieser Playlist. Man sieht sich beim nächsten Mal und ciao.